Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute schauen wir uns mal die Zielscheiben von Steamboat an. Wenn du wissen willst, was die können und was auch nicht, dann bleib auf jeden Fall dran. Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Freut mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin leider immer noch an Corona erkrankt und kann deswegen immer noch nicht schießen. Aber auch das ist heute nicht so schlimm, weil wir schauen uns heute ein Thema an, wo ich heute nicht für schießen muss. Und zwar die Zielscheiben. Die Zielscheiben von Steamboat. Und zwar einmal habe ich hier die alte Zielscheibe, die kam letztes Jahr auf den Markt, war damals letztes Jahr State of the Art für die Stinger-Geschichten. Und jetzt hat Steamboat eine neue Scheibe auf dem Markt. Das ist die Premium-Scheibe von Steamboat. Die wurde produziert vom Zielscheibenhersteller SlyDark. Und diesen Hersteller kenne ich tatsächlich. Die machen nämlich auch so Würfel. Und die sind bei uns in der Kiesgrube sehr beliebt, wenn man mal Broadheads oder halt auch richtig dicke Armbrüste testen will. Weil dieses Material ist einfach absolut genial, um Pfeile zu bremsen. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, Moment, warum willst du für die Stinger etwas, was du sonst für eine Excalibur oder Tenpoint benutzt? Ja, gute Frage. Ganz einfach. Hier. Seht ihr das? Das war mal ein Übungspfeil, ist es immer noch, aber den würde ich so jetzt nicht mehr schießen. Der hat schon eine Vane komplett verloren und die andere Vane ist schon, ja, die ist echt fast am Abgehen. Ja, das ist der Grund, warum ihr bei der Stinger eine sehr gute Zielscheibe braucht. Weil, wenn ihr jetzt, gut, der wurde mit Sicherheit nicht mit einem 90er Bogen geschossen, aber wenn ihr jetzt mit einem relativ starken Bogen in eine Zielscheibe reinballert, und der Pfeil in der Regel nach dieser Distanz geblockt wird, also gebremst wird, das wäre sehr schlecht, denn der Pfeil ist nur so lang. Heißt, der ist dann komplett an der Zielscheibe drin und den kriegt ihr so nicht mehr raus. Und wenn ihr ihn dann mal rauskriegt, also wenn ihr ganz viel Glück habt, dann steckt er noch so raus. Dann könnt ihr das vielleicht noch rausziehen und dann zieht ihr das ohne Vanes raus. Das will man nicht. Ach scheiße, jetzt habe ich sie abgerissen. Eigentlich wollte ich den Pfeil noch reparieren. Das hat sich erledigt. Ja, und das ist sehr ärgerlich. Denn diese Vanes wieder dran zu kleben, ist gar nicht mal so einfach. Man braucht da auf jeden Fall den richtigen Kleber, ein richtiges Fingerspitzengefühl. Und jemand mit zwei linken Händen, wie ich, tut sich da nicht unbedingt leicht. Außerdem kann es natürlich auch sein, dass die Vanes dann Schaden nehmen. Und auch wenn ihr sie dann wieder versucht anzukleben, dass die einfach nicht mehr gerade sind, verbogen sind oder auch was abgerissen. Ja. Deswegen, ihr wollt auf jeden Fall vermeiden, dass eure Vanes leiden. Weil dann ist der Pfeil einfach viel, viel langlebiger und bleibt auch lange sehr präzise. Denn die Vanes stabilisieren, also die Federn, die stabilisieren ja den Pfeil im Flug. Und wenn das nicht mehr geht, dann fängt der Pfeil unfassbar an zu schlackern, zu schleudern und fliegt nicht mehr gut. Deswegen wollen wir hier auf jeden Fall, dass der Pfeil richtig, richtig gut gebremst wird. Und das ist nämlich das Krasse bei der Scheibe. Die ist nicht besonders dick. Die ist ungefähr so dick. Aber die so dicke Scheibe stoppt den so langen Pfeil ungefähr auf dieser Höhe. So, dass die Vanes und auch der Schaft kaum eindringen. Ihr habt nur die Spitze im Grunde im Ziel. Außerdem könnt ihr den Pfeil super, super einfach rausziehen aus der Slide-Axt-Scheibe. Das ist schon echt genial. Und gerade beim 90er Bogen braucht ihr das. Was ist denn, wenn ihr jetzt, jetzt gibt es den Standardfall, ich habe halt gar keinen 90er Bogen, habe ich auch gar nicht vor. Ich bin mit meiner Compact mit 35 Pfund oder mit meiner Tactical mit 55 Pfund komplett zufrieden. Dann brauchst du die gar nicht so unbedingt. Dann ist die hier genau perfekt für dich. Die ist viel, viel dünner. Die ist auch viel, viel günstiger. Die ist preislich bei Steamboat Zielscheibe. Diese Bilder sollten passen. Ungefähr 60 Euro. Und bei der Scheibe sind wir bei 190 Euro. Das ist eine echt große Menge Geld. Aber ich kann euch sagen, das lohnt sich. Halt wirklich, wenn ihr den 90er Bogen drin habt, na, dann braucht ihr das. Weil ansonsten zerballert ihr euch die Pfeile. Die Zielscheibe an sich ist aber auch nicht schlecht. Gerade wenn ihr den 35er oder den 55er habt, würde ich euch wirklich die Scheibe einfach empfehlen. Die ist ganz cool. Ihr habt hier 9 wirklich kleine Ziele. Ihr könnt also auch wirklich auf eine kurze Distanz schon viel Spaß haben, weil das simuliert dann ja größere Distanzen, dadurch, dass die Zielscheibe so klein ist. Das ist echt eine coole Geschichte. Außerdem zerschießt man sich halt nicht sofort die komplette Scheibe, sondern erstmal halt nur die einzelnen Punkte. Ich gebe euch den Tipp.
spart das hier mal so gut es geht aus. Konzentriert euch wirklich auf die 8 äußeren Zielscheiben. Denn wenn ihr hier drauf schießt, dann leidet das natürlich. Und dann könnt ihr von der Rückseite, die ist nämlich anders bedruckt, auf die Rückseite könnt ihr dann nicht mehr so gut schießen, weil einfach das Loch schon vorgestochen ist von der anderen Seite und die Pfeile fliegen euch dann einfach durch. Deswegen wirklich, wirklich mein Tipp, spart auf der Rückseite das Ziel in der Mitte aus, beschießt nur die 8 im äußeren Rand und wenn ihr auf große Distanzen schießt, dann nehmt ihr einfach die Scheibe so rum. Ist echt eine coole Sache, für den 35er und 55er ziemlich ideal. Man kriegt die Pfeile echt gut raus, die Pfeile dringen nicht zu tief ein. Beim 90er Bogen würde ich euch die nicht empfehlen, weil dann kann es schon sein, dass ihr die Scheibe durchschießt, auch wenn die relativ neu ist. Und außerdem kriegt ihr die Pfeile einfach nicht mehr gut und einfach dann rausgezogen. Ja, wie ihr seht, diese Scheibe ist vollkommen neu. Da ist noch gar nichts drauf passiert. Das gleiche gilt auch für diese Premium Slydark Scheibe von Steamboat. Aber ich möchte euch nicht vorenthalten, wie das Ganze nach einigen 100 bis 1000 Schuss aussieht. Einige 100 bis 1000 Schuss, weil einfach, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viele Schuss es hier drauf sahen. Man könnte jetzt nachzählen. Kommen wir erstmal zum Aufbau dieser Scheibe. Das ist so ein Schaum mit Textilfasern, würde ich sagen. Das ist jetzt hier ein bisschen gelblich, das liegt einfach daran, weil in der Kiesgrube viel gelber Sand ist. Und rechts und links habt ihr jeweils eine Neoprenschicht. Das ist eigentlich ganz gut, weil ihr seht, die Löcher, die sind auf jeden Fall kleiner als ein Schaftdurchmesser. Die verschließen sich also gewissermaßen. Aber das machen die nicht komplett. Also die schließen sich nicht komplett. Ihr seht immer die Einstiche noch. Und hier seht ihr jetzt genau das, was ich meinte. Ich habe wirklich anfangs alle Scheiben beschossen, auch die mittlere. Und als ich dann die Rückseite beschossen habe, gab es ein böses Erwachen, weil die Pfeile wurden da nicht mehr gehalten. Die sind komplett durchgesegelt oder halt bis zu den Vanes eingeschlagen. Ne? Also das würde ich euch wirklich empfehlen. Auf der Seite aufpassen, hier feuerfrei. Ja, für 60 Euro finde ich die Scheibe echt sehr gut. Sie ist kompakt, sie ist relativ leicht, lässt sich wunderbar mitnehmen. Also die ist wirklich leicht. Ne? Ansonsten hast du diese... Ich habe euch ja im vorletzten Video gezeigt, wie man eine Zielscheibe baut. Das Ding wiegt nun mal mindestens 10 Kilo. Was wiegt denn das eigentlich? Ich wiege es mal kurz. Also es wiegt ungefähr 2 bis 3 Kilo. Das ist auf jeden Fall voll in Ordnung, um es mal eben mitzunehmen. Dafür ist es wirklich super. Sie ist für die Steamboat-Produkte Stinger gedacht. Und dafür solltet ihr sie auch nutzen. Ein R9-Pfeil, ein Siege-Pfeil oder ein Excalibur-Pfeil geht hier durch, als sei es Butter. Also das solltet ihr nicht machen. Ich bin mir ziemlich sicher, ein R9-Pfeil wird hier auch gestoppt. Der wird nicht durchgehen. Aber... ihr zerschießt euch einfach die Scheibe. Für einen R9-Pfeil etc., also die längeren Geschichten, alles was länger als 6,5 ist, sogar noch länger als 7,5, also die 12,5er Geschichten, das ist ja, ihr habt so viel Platz. Und dann ist es nicht schlimm, wenn der Pfeil so weit eindringt. Na, aber bei einem Stinger-Pfeil, der so lang ist, ist das schlecht, wenn der so weit eindringt. Deswegen die. Ja, und jetzt schauen wir uns mal die Premium-Scheibe von Slydark an. Also, was direkt auffällt, die ist richtig schwer. Boah. Als ich die damals in der Hand hatte, ich dachte mir anfangs einfach nur, wow, ich bin komplett beeindruckt von diesem Material. Es ist ultra schwer. Ich lasse das mal gerade fallen, dass ihr merkt, was das für eine Macht ist. Oh. Der Boden schwankt noch immer. Also das ist so fest. Das ist echt krass. Das ist ein... echt genialer Schaum. Moment. Ich knie mich einfach mal drauf und dann zeige ich euch, wie der Schaum langsam wieder hochkommt. Das sieht nämlich echt lustig aus. Man muss dazu sagen, in diesem Raum ist es gerade sehr kalt. Die Slydark-Scheiben sind für Raumtemperatur freigegeben. Für Kälter- und Outdoor-Temperaturen eher nicht. Wir haben hier gerade wirklich einen Wintereinbruch in NRW. Passt natürlich super zu meinem Corona. Aber das sorgt natürlich dafür, dass die Scheibe wesentlich fester ist, als sie es eigentlich wäre, wenn die Sonne scheinen würde. Deswegen dauert das gerade ein bisschen länger. So. Hier, da seht ihr es. Jetzt kommt das ganz langsam wieder hoch. Das bleibt hier wirklich so noch ein bisschen drin.
Und das kommt aber jetzt langsam wieder hoch. Es ist so langsam, es liegt an der Temperatur. Normalerweise geht das viel, viel schneller. Ja, aber hier, da merkt man schon, es ist gerade viel zu kalt. Ne, aber Dellen gehen wirklich recht einfach wieder raus. Die Scheibe ist komplett neu. Hier ist noch gar kein Schuss drauf gegangen, weil ich wollte euch einfach mal zeigen, wie das Ding in neu aussieht. Jetzt zeige ich euch mal die, die ich ordentlich beschossen habe. Und hier kann ich euch ziemlich exakt sagen, wie viel hier drauf geschossen wurde. Und ich glaube nicht, dass ihr das denken würdet. Ratet mal, wie viele Schuss sind jetzt auf dieser Scheibe gelandet. Kleiner Tipp, die Rückseite wurde auch benutzt, sogar in einem Video. Und also mindestens mal die Rückseitenschüsse solltet ihr erahnen können. Schreibt es mal jetzt in die Kommentare. Diese Scheibe hat mal mindestens 700 Schuss auf der Rückseite. Und das ist das Krasse, davon seht ihr nichts, oder? Seht ihr irgendwo etwas? Ne, ah, doch da. Wenn ihr jetzt so mit dem Finger das so bewegt, das Material, so, dann tun sich da teilweise Löcher auf. Da, die zwei. Ne, das sind zum Beispiel Einschläge hier. An sich, man muss sagen, also nicht, dass ihr denkt, das hier sind Einschläge. Ich zeige euch das mal gerade bei der neuen Matte. Das ist halt diese Struktur der Matte. So sieht das aus. Also hier ist wirklich noch gar kein Schuss drauf gegangen. Und die hat auch schon diese Struktur. Also, mal mindestens 700 Schuss auf die Rückseite. Ich bin aber ganz ehrlich, natürlich kann ich die Finger nicht stillhalten, wenn die Kamera aus ist. Da sind noch wesentlich mehr als 700 drauf gegangen. Also es waren bestimmt 1000, die hier auf die Rückseite gegangen sind. Mit dem 35er waren es um die 700 und die restlichen 300 Schuss waren alle mit dem 55er. Ja, und die Front. Hier seht ihr jetzt schon eindeutig mehr Einschläge. Aber woran liegt das? Warum sieht man die jetzt auf der Vorderseite, wenn man sie doch auf der Rückseite nicht gesehen hat? Das liegt daran, dass das überhaupt gar keine Stingerpfeile waren. Diese Scheibe hat nämlich auf der Vorderseite auch haufenweise Schuss. Also hier sind mal mindestens 1000 bis 2000 Schuss mit der Stinger drauf. Ich würde sagen eher 3000. Ihr wisst, wie oft ich schieße. Ihr wisst, wie viel ich schieße. Und ja, das habe ich hier. Ich habe die ja schon was länger. Ich habe die jetzt schon seit ja knapp einem halben Jahr jetzt. Also da ist in der Zeit einiges drauf gegangen. All diese großen Kränze, sowas hier, ne, das sind R9 Pfeile. Ich habe hier nämlich auch haufenweise Schuss mit der R9 drauf gemacht. R9 mit 90 Pfund, RX mit 130 Pfund. Und da kommen wir an die Grenze, weil eigentlich ist diese Scheibe bis 120 oder 130 Pfund ausgelegt. Nicht für mehr. Also ich schieße natürlich mit der Siege drauf. Das seht ihr hier an der Mitte. Na, also die Mitte ist wirklich gut perforiert mittlerweile, liegt halt aber auch wirklich an den, ich sag mal, größeren Dingern, die ich da drauf schon geschossen habe. Die Excalibur habe ich nicht drauf geschossen, weil das sind ja wirklich daumendicke Pfeile. Ich möchte einfach kein daumendickes Loch drin haben, ganz einfach. Also ich gehe davon aus, das würde sich auch verschließen, aber ja, wie die Matte auch vom Aufbau mit dieser Dicke ist einfach nicht dafür gedacht, einen 340 FPS schnellen Pfeil, der daumendick ist, aufzuhalten. Dafür ist sie nicht gemacht. Das wäre einfach ja, Zweckentfremdung. Ansonsten, ihr seht hier, die Stinger-Einschlüsse seht ihr im Grunde nicht. Außer sind halt Tausende auf einmal, aber hier kann man halt jetzt auch nicht mehr nachvollziehen, was kam von der Stinger, was kam von der Siege, was kam von der R9. Diese ganzen kleinen Ziele, die habe ich ausschließlich mit der Stinger beschossen. Daran kann man es dann ganz gut sehen. Also so ein, auch diese schwarzen Dinger, die nehmen nicht so großen Schaden, wenn man nur mit der Stinger drauf schießt. Auf die Dinger habe ich auch mit der Stinger, aber auch mit der R9 drauf geschossen. Also das ist auch der Grund, warum das hier so ein bisschen auffleddert. Und wie gesagt, 6 Monate und endlos viele Schuss. Also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das, was ich euch gerade aufgezählt habe, ist es noch lange nicht gewesen. Da wird immer noch was dabei gewesen sein, was ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt habe, wo ich mal rumgeballert habe. Ne? So, ja, was lässt sich denn jetzt sagen? Sind die 190 Euro gerechtfertigt, weil nur ein halbes Jahr und jetzt sieht sie so scheiße aus? Nee, also ich finde, die sieht nicht scheiße aus. Ich finde, die sieht noch sehr, sehr gut aus. Das sieht man ja wirklich nur von sehr nahem. Und man muss sagen, ich habe es komplett zweckentfremdet. Ich bin hier nicht mit 130 oder 120 Recurve
LBS rangegangen, sondern ich bin ja hier teilweise mit den 300 FPS von der Siege rangegangen. Und sie hat es ausgehalten. Ich bin wirklich sehr, sehr beeindruckt von dieser Scheibe. Ich finde, die wirkt absolut hochwertig. Das Material fühlt sich absolut genial an. Es bremst die Pfeile, bevor die Vanes kaputt gehen und spart somit eine Menge, Menge Geld. Und ihr spart euch total viel Aufwand, auch noch die Pfeile rauszuziehen. Weil wie gesagt, bei der alten Matte kann das schon was schwerer werden, gerade wenn ihr den 90er Bogen habt. Aber auch schon so ein 55er Pfeil ist nicht ganz so einfach rauszuziehen wie einen 90er in der Slydark Matte. Es gibt aber auch hier einen Nachteil bei der Slydark Matte. Und zwar ist es das eben angesprochene Temperaturverhalten. Für Indoor und beheizte Räume, anders als dieser. Also nein, der Raum hier wird schon ab und zu beheizt, nur jetzt hatte ich halt das Fenster die ganze Nacht offen. Clever. Ist die Scheibe absolut genial. In beheizten Räumen ist die Matte absolut genial. Wenn ihr jetzt aber die Matte über Nacht draußen im Garten stehen lasst und morgens um 8 Uhr beim Sonnenaufgang meint, ihr müsst jetzt mit einem 90er Bogen Pfeile drauf schießen, ich kann euch sagen, die Pfeile werden sich alle verbiegen. Und wenn ihr jetzt die neuen Carbon-Pfeile von Steambo habt, dann wird sich da das Inlay verbiegen, dadurch bricht das Carbon. Dann ist nicht Steambo schuld, sondern dann seid ihr schuld, Leute. Denkt mal drüber nach. Was passiert, wenn ihr diese Matte quasi einfriert? Dann schießt ihr eigentlich auf einen Stein und dann geht alles kaputt. Ist halt so. Also es ist kein Stein, klar. Aber es ist wirklich viel, viel fester, als es für eure Pfeile gut ist. Deswegen, wenn ihr die Matte outdoor schießen wollt, dann passt auf, dass die möglichst in der Sonne steht. Passt auf, dass sie nicht über Nacht draußen steht und passt auf, dass sie nicht zu lange draußen steht. Weil wenn da einmal die Kälte drin ist, das speichert echt sehr gut die Kälte, aber auch Wärme, dann ist der Kern noch quasi tiefgefroren, auch wenn die Oberfläche schon wieder schön weich ist. Ihr schießt rein und der Pfeil verbiegt sich. Deswegen Indoor absolute Empfehlung, Sommer absolute Empfehlung, aber Outdoor aufpassen. Nicht über Nacht draußen stehen lassen. Ja, wie geht's denn jetzt weiter? Diese Matte, die wird jetzt bei mir rausfliegen, weil mittlerweile gerade im Mittelbereich, der von der Siege komplett penetriert wurde, dringen die Vanes von der Stinger einfach zu tief ein. Die ist für mich von der Front her nicht mehr so gut zu gebrauchen. Zumindest nicht mehr diese. Auf nahe Distanz kann ich natürlich immer noch die Dinger beschießen, alles super. Aber wenn ich auf 30, 40, 50 Meter mit der Stinger gehe, dann möchte ich nicht auf diese Dinger gehen müssen, sondern dann wäre schon ganz gut, wenn ich auf die Mitte gehen kann. Die Rückseite werde ich bestimmt noch ein bisschen beschießen. Dann klebe ich mir hier einfach die ein oder andere Luftgewehr-Zielscheibe auf mit einem Tesafilm und schieße dann noch drauf. Die Rückseite ist ja wirklich noch komplett neu. Fast. Nach über 1000 Schuss. Also ich sehe da nichts. Ich sehe da nichts, fühle da nichts, alles super. Die neue, die ganz neue, die nehmen wir diesmal wirklich nur für das, wofür sie designt wurde, nämlich nur für die Stinger. Wirklich ausschließlich Stinger wird hier drauf geschossen. Hier wird kein einziger R9-Pfeil drauf gehen. Hier wird kein einziger Siege-Pfeil drauf gehen. Und selbstverständlich auch kein Excalibur-Pfeil. Hier geht ausschließlich Stinger und zwar von 35, 55, 90 Pfund und der 120er Wurfarm von Crossbow Tuning für die Stinger 2 geht hier auch drauf. 130 sind sogar. Ich habe die 130 Pfund Version, habe ich letztens gehört. Die hat aber auch echt Dampf. Ja, und dann wird es so in ungefähr 6 Monaten nochmal einen Überblick geben, wie sieht diese Scheibe denn mittlerweile aus. Wirklich ausschließlich Stinger. Mal schauen, ob ich es schaffe, in diesen 6 Monaten den Überblick zu behalten. So ganz ungefähr, wie viele Schuss hier drauf gekommen sind, weil nachzählen werde ich nicht machen. Ich werde es nicht nachzählen, selbst wenn man es sehen würde. Aber man sieht es ja in der Realität nicht. Also, ja. Das sind dann natürlich alles so geschätzte Angaben. Aber ich bin mal wirklich sehr gespannt, was ich dann in einem halben Jahr dazu sage, wenn ich wirklich ausschließlich Stinger drauf geschossen habe. Ich denke mal, meine Meinung wird sich zu dem Ding nur noch verbessern. Und das ist schon beachtlich, weil die ist ja schon sehr positiv, die Meinung dazu. Allerdings mit der Einschränkung, ne? Outdoor nicht über Nacht draußen stehen lassen. Und noch ein Nachteil hat diese Scheibe. Ich finde sie recht teuer.
Ihr könnt da auch das ein oder andere Angebot finden und dann kriegt ihr die nicht für 190, sondern für 150. Das sind aber natürlich alles zeitlich befristete Angebote, da müsst ihr schnell sein, da müsst ihr die richtigen Händler kennen. Aber ich kann es euch wirklich sehr empfehlen. Wenn ihr das Ding irgendwo im Angebot seht, schlagt zu, definitiv. Das ist echt geil. Ihr spart euch einfach haufenweise Geld im Nachhinein, was die Pfeile angeht. Weil das ist echt etwas, was teuer ist. Ich schieße jetzt seit über einem Jahr jeden Tag, in der Regel, es sei denn, ich bin nicht gerade krank. Und da hat man natürlich einen hohen Verschleiß. Und so ein blauer Pfeil sind ja immer so 1,10 Euro oder so. Ein schwarzer sind dann auch mal 2 bis 3. Und die Manufakturpfeile sind dann auch mal bei 5 Euro. Also man spart haufenweise Geld, wenn man die richtige Zielscheibe hat. Weil dann gehen die Bolzen nicht kaputt. Ich bleibe auf jeden Fall bei der Premium-Matte. Und bei den neuen Premium-Pfeilen von Steamboat. Die sind nämlich echt geil. Ja, und wer hätte es gedacht, das waren natürlich die Dinger, die ich euch angedeutet habe, dass die bald kommen und auch beim Pfeiltest mitmachen werden. Und ich glaube, das sind weiterhin meine Favoriten für diesen Test. Der Test lässt aber noch auf sich warten. Es tut mir leid. Corona spielt da mit rein, dann spielt aber auch einfach meine Zeit mit rein. Und was auch mit rein spielt, ich habe mir ein bisschen zu viel vorgenommen. Der Pfeiltest beinhaltet aktuellen Stand 25 verschiedene Pfeile. Allein, ich habe ein Video gemacht, wo ich nur die Pfeile aufgezählt habe und vorgestellt habe. Wird aber nicht online kommen, weil seitdem sind nochmal neue Pfeile dazugekommen. Und nur das Vorstellungsvideo hat eine halbe Stunde gedauert. Das wird ein Mammutprojekt. Ich bitte da noch ein bisschen um Geduld, aber das ist auch gleichzeitig gut für euch, weil dadurch haben wir jetzt keinen Zeitdruck. Das heißt, ich werde auch die Bolzmaster-Pfeile vom Reini testen, weil das macht mich fuchsig. Ich gucke die Videos vom Reini immer so gerne und er hat immer diese knallgrünen Pfeile. Ich will sie einfach mal testen. Die scheinen ja sehr gut zu sein. Ich vertraue dem Reini, der Reini ist wirklich ein guter und wenn der sagt, die Pfeile sind gut, dann will ich die auch haben. Punkt. Deswegen, wir nehmen auch die Bolzmaster mit rein. Schreib mal in die Kommentare, was du noch für Pfeile im Test sehen willst. Wir haben auf jeden Fall sehr viele schon. Es kann gut sein, dass dein Pfeil schon mit dabei ist. Aber wie gesagt, ich zähle sie euch jetzt nicht auf, weil das würde eine halbe Stunde dauern. Ja, und in dem Sinne verabschiede ich mich für diese Woche. Ich freue mich auf die nächste Woche. Da schauen wir uns dann, wenn alles gut geht. Muss man ja jetzt immer dazu sagen. Wenn alles gut geht, schauen wir uns dann nächste Woche ein paar Tipps zur Verbesserung der Präzision mit der Stinger 2 an. Das wird ein sehr cooles Video. Klick auf Abonnieren, um das nicht zu verpassen. Und wie gesagt, schreib mir deine Wünsche für den Pfeiltest auf jeden Fall nochmal in die Kommentare. Es ist noch genug Zeit. Ja, und jetzt verabschiede ich mich für heute. Mach's gut! Viel Spaß mit deiner neuen Scheibe. Kannst du dir mal in die Kommentare schreiben, ob du auch eine hast, ob du dir jetzt eine kaufst oder ob du schon Erfahrung mit dem Ding hast. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Im besten Fall. Hier bei MAG. Modern Archery Germany. Ja, und da ich immer noch krank bin, gibt es schon wieder mal kein Outro, in dem geschossen wird. Ich zeige euch was anderes. Leute, wenn ihr hier am Schießen seid, in eurem Hobbyraum oder sonst was, was darf nicht fehlen? Ganz wichtig, hier immer griffbereit. Sagen wir mal... Au! Ich habe mir in den Fuß geschossen! Scheiße! Zack, griffbereit. Erste-Hilfe-Kit. Leute, wichtig. Wirklich, wirklich wichtig. Weil man weiß einfach nie, was passieren kann. In dem Sinne, achtet immer schön auf Sicherheit. Und ich koche mir jetzt einen Tee. Bis nächste Woche. Ciao.